Willkommen zurück zu Minecraft. Und es gibt Achievements? Och, wie cool ist das denn? Umwerfen. Folgendes. Ich habe mich jetzt mal dazu durchgerungen, den Schwierigkeitsgrad anzustellen. Einfach weil es sonst ein bisschen langweilig wäre, irgendwie. Und ich werde es, glaube ich, bereuen. Nur so viel. Ich pflanze schon mal ein zweites Feld an. Weil wegen Gründen, sage ich jetzt mal. Und das zweite Wichtige ist, gibt es Zauntore oder sowas? Also probieren wir jetzt erstmal, Zauntor war so, ne? Nein, gibt es natürlich nicht. Da müssen wir das mit einer normalen Tür lösen. Habe ich jetzt auch kein großartiges Problem mit. Ist nur nervig. Aber wir müssen das zweite Feld natürlich einzäunen. Weil... wegen Gründen. Oh Gott, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ne, warte. Reichen 44? Sollte. So. Als erstes Mal brauchen wir noch einen Wassereimer. Wo ist der? Hier ist er. Oh Gott, wo tue ich das denn schon hinmachen? Vorne sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Andererseits, endgültige Höhe wäre schon mal gut. So. Hier kommt das Wasser rein. Man merkt, diese Art von Feld könnte einem bekannt vorkommen. Das ist ziemlich das Standardfeld, das man am Anfang macht. Da kommen jetzt ein Weizen drauf. Man muss mal jedes Mal, wenn man hier reingeht und Essen holen will, kann es mit der Axt schnell abbauen? Nein. Kann man nicht. Warum nicht? Okay, nochmal hier einfach so eine schöne Eichenholztür rein. Ist mir dann relativ egal. Oh Gott, ein Skelett. Das, was ich mir auch als erstes mal machen würde, wäre jetzt eine Eisenrüstung. Einfach mal. Trotz des Ganzen. Und die Brote werde ich dann halt quasi zum Heilen dann benutzen müssen. Ach, Scheiße. Oh, fuck. Es geht halt wirklich nur mit Sneaken. Ach, wie ätzend ist das denn? Jetzt haben wir oben ein Feld. Wir haben noch genau 32 Seeds über. Oh, da liegen Knochen. Dann eine Tür. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo wir eigentlich stehen geblieben waren. Hier bei dem Feld. Ja, vermutlich irgendwo in dem Bereich da vorne. Wir könnten jetzt zum Beispiel den ganzen Bäume abpacken. Und jetzt kommt man hier, wie man sieht, nicht rein. Außer durch diese Tür.
Die Tür soll hoffentlich dann Zombies fernhalten. Oder so. Das werden wir dann sehen. Wie gut das in der Praxis dann funktionieren wird. Ich hoffe immer, die Rüstung geht doch Fallschaden nicht kaputt. Sonst muss ich nämlich jetzt dann demnächst mal gut aufpassen, wie ich das hier alles handhabe. Aber ich bin mal optimistisch. Dass das hinhaut. Okay, gut. Es ist noch die alte möglich, also so noch die alte Variante. Das Ganze. Dann mache ich mir noch ein Steinschwert. Gehen mal da hinten schon mal zu den Schweinen, die jetzt sinnvollerweise schon wieder weg sind. Ja gut, ich habe jetzt aktuell halt kein Essen dabei, das ist etwas ungünstiger, aber es ist jetzt auch nicht so weiter tragisch. Das kriegen wir schon noch mit der Zeit, das Essen. Viel wichtigere Frage ist, hat das Feld einigermaßen heile. Fasern sind schon wieder kaputt gegangen. Im Großen und Ganzen sieht es eigentlich relativ gut aus. Hui, das ist doch schon mal was. Wo ist denn die Leiter? Hier ist die Leiter. Hä? Ach komm, hör doch auf. Wie soll ich jetzt hier jemals wieder hochkommen? Haben wir noch eine Spitzhacke? Ja, wir haben noch eine Spitzhacke. Oh Gott sei Dank. Ja gut, wenn das jetzt so ist. Ja, das ist ja super. Das finde ich jetzt schon mal überhaupt nicht so toll. Kommen hier zumindest im Ansatz hoch. Kriegt auch hier keinen Fallschaden, wenn man runter geht. Das ist schon mal einigermaßen gut. So. Das kann man dann hier erst noch die Felder hier noch zu Ende bringen. Es gab ja wieder das Update und ich glaube, ab jetzt müssten es auch andere Setzlinge im Spiel verfügbar sein. Bin gespannt. Ja, ich bin gespannt, ob das auch so zutrifft. Wir sagen mal, wir alle Haken hier auch schnell kaputt. Was jetzt passiert ist und super, danke Schaf, dass du mir hier schon über die Felder läufst. Finde ich fast nett von dir. Gut, dann das Wichtigste, was ich letztes Mal noch gesagt habe. Was das Wichtigste an einem Bett ist, muss ich jetzt natürlich auch noch schnell machen. Nämlich es in ein Haus stellen. Beziehungsweise in einen sicheren Unterschlupf, wo ich nicht von Monstern attackiert werde. Der ist hier oben, ist natürlich eher weniger. Ansonsten gibt es das sichere Bett schon.
Probieren wir gleich mal aus. Okay, man kann schon mal drauf zugreifen. Probieren wir mal, ob das hinhaut. Das ist natürlich Weltklasse, wenn es geht. Seite, dass wir noch unseren Spawnpunkt umsetzen, falls das geht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir aufwachen danach. Ja, hat gut geklappt. So. Perfekt. Und jetzt wäre mein etwas doofer Vorschlag vermutlich. Wie habe ich denn gesagt, dass wir das machen wollen?